Egas Worte. Blablabla. In Gitarre X. Auf Marabu. Die globalen Lieferketten seien gerissen. Deshalb könnten nun Felder in MacPom nicht abgeerntet werden. Sowohl Reparaturen an Mähdreschern könnten nicht stattfinden, als auch die Auslieferung von neuen Geräten, obwohl rechtzeitig bestellt, wird gesagt. Begründung auch, die Chiphersteller kommen nicht hinterher, beziehungsweise die Transporteure. Die Benennung kapitalistische Misswirtschaft und das Wort Mangelwirtschaft sind selbstverständlich tabu. Diese sind und bleiben für die DDR und andere Sozialismen exklusiv und reserviert. Und wieder stellt sich die Politik der SED als weitestsichtig heraus. Was haben die Westler uns verhöhnt? Was haben viele DDR-Bürger die Hetze der Westler verinnerlicht? Wozu musste die kleine DDR selber Chips entwickeln? Koste es, was es wolle. Ganz einfach. Es wäre viel teurer geworden ohne die eigenen Chips. Selbst wenn es nur Zirkus gewesen wäre und dadurch der Preis- und Erpressungsdruck etwas gesunken ist. In Torgau gab es ein Werk des VEB Kombinat Fortschritt. Das Kombinat entwickelte und baute unsere fortschrittlichen Landmaschinen. Der Name war Programm. In Torgau wuchs auf und wohnte mein Großcousin Frank. Der war bei Fortschritt höchst qualifizierter Facharbeiter, Werkzeugmacher. Er wurde ab 1990 nicht mehr gebraucht. Die Maschinen, die heute über die DDR-Äcker fahren und zum Verkauf bereitstehen, heißen jetzt Feind. Auch dieser Name war und ist Programm. Frank hat sich 1996 aufgehängt. Seine Frau, Apothekerin, hat ihn auch nicht mehr gebraucht und ging in den Westen wie so viele weibliche. Übrigens keine einzige Diverse. Die waren propagandistisch noch nicht erfunden. Wann werden sie die DDR dafür schelten, dass kein einziger Diverser in den Westen gegangen ist? Haben die bösen Stasis die Diversen bis Ende 1989 in extra diversen Lagern gefangen und versteckt gehalten, dass die nicht weg konnten? Aber auch mit Ausbruch der sogenannten Freiheit gelangten keine Diversen in den Westen. Oder waren die Völker einfach nur noch nicht so verblödet, wie sie es seither wurden? Niemand hielt den Tod eines 94-Jährigen damals für eine nationale Weltuntergangskatastrophe. Egal welcher Schnupfen... Egas Worte. Blablabla. In Gitarre X. Auf Marabu. Wieder einmal der TV erzählte Universalgelehrte Lesch zur Überschwemmung in Westdeutschland und in Südbayern. Das Wassermissmanagement der Brittler und die falsche Lebensweise spielen bei den Erklärungsversuchen keine Rolle. Immerhin sagen sie, seit 1992 sei der Anteil der versiegelten Flächen um 20% angewachsen. Aus Berlin, der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu. In einem Lügel um 1978 wird eine Reise in die DDR beschrieben. Und es wird die Ursprünglichkeit der Dorf- und Stadtstrukturen in der DDR hervorgehoben, im Kontrast zur Zersiedelung in der Brit. Hier, auf dem DDR-Territorium, wurde ab 1990 ohne Maß und wieder besseres Wissen eine Kulturlandschaft zerstört. Von den Systemaposteln, egal welche Partei, braucht uns niemand etwas zum Thema Umwelt zu erklären. Und ihre FFF-Millionärstöchterlein, die ihre Dummheit nicht zuletzt dadurch demonstrieren, dass sie im Hochsommer mit Wollmütze auftreten, plappern auch nur, um das Elend in Dummheit zu verlängern und zu verschlimmbessern. Und wenn sie für 3 Minuten Milliardärs Schwerelosigkeit ins All fliegen, zeigen sie nur einmal mehr und deutlichst ihr Wesen. Und kein kritischer Kommentar. Nicht von Greta, nicht von Luisa, nicht im Pfaffenhofer. Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Egas Worte auf Marabu. In einer Woche mehr.